30. Mai 2022 starten wir unsere 10-wöchige Reise über den afrikanischen Kontinent. Unser erster Stopp: Namibia. Wie wir unseren Mietwagen mit Dachzelt angenommen haben und was wir auf unserer ersten Campsite erlebten, erfährst du jetzt. Bonjour aus Mauritius, aber hier bleiben wir nicht mehr lange. Genau, denn in wenigen Stunden geht unser Flieger aufs afrikanische Festland. Die Route von uns sieht aus, dass wir 5 Länder sehen, nämlich Namibia, Botswana, Simbabwe, Uganda und zum Schluss Südafrika. Also drück uns die Daumen, dass das alles funktioniert. Und bis dahin, bon appétit! Von Mauritius fliegen wir in 4 Stunden nach Johannesburg und von da aus in 2 Stunden nach Windhoek, der Hauptstadt Namibias. So, wir sitzen im Taxi und sind jetzt bei unserer Autostation angekommen. Namibia hat im Verhältnis die weltweit meisten tödlichen Autounfälle. Damit wir uns nicht in diese traurige Statistik einreihen, bekommen wir vom Besitzer der Autovermietung eine Einweisung in die Tücken des Fahrens mit einem Geländefahrzeug auf den Straßen Namibias. Und wie fühlst du dich? So viele Sachen, die man noch nie gehört hat. Ja, total. Das Auto wiegt 2,5 Tonnen. Wir bekommen auch eine Einweisung in unser Fahrzeug. Notfallmaßnahmen wie das Reifenwechseln, Luft aufpumpen und weiteres Werkzeug, das mit dem Auto mitgegeben wird. Außerdem wird uns gezeigt, wie wir mit der Campingausrüstung umgehen und wie wir das Dachzelt aufgebaut bekommen. Für uns ist das die allererste Erfahrung mit so einem Gefährt und generell mit solch einer Campingausrüstung. Für die nächsten 42 Tage soll dies unser fahrendes Zuhause sein. Also waren wir auch sehr gespannt, ob wir alles so hinbekommen. Als erstes geht's in Windhoek zum Supersparmarkt. So, jetzt kommt unser erster Einkauf hier in Namibia. So, wir haben schon ein paar tolle Sachen. Zwiebel-Mettwurst. Das gibt's auch. Hier kaufen wir unsere ersten Vorräte fürs Camping ein und erleben sogar einige Überraschungen. Bis zum Nachmittag wollen wir es zu unserer ersten Campsite schaffen. In Spitzkoppe. Wow, wir haben es geschafft. Erste Campsite. Echt einige Steine hier. Ja, und hier können wir grillen. Auf Campingplatz 9a. So, wir sind jetzt beim Sunset Point und das Coole an dieser Campsite ist, man ist ziemlich intim für sich, wenn man möchte. Ne, hier sind unsere Nachbarn und wir sind hier hinter diesem Stein und der nächste Nachbar ist dann da hinten hinter dem Stein. Davon sind ein paar Engländer, die machen ihre Sache und ja, wir genießen jetzt hier den Sonnenuntergang. Die erste Nacht im Dachzelt liegt hinter uns, beziehungsweise hinter mir. Matze schläft gerade noch ein bisschen. Ich mache hier schon mal eine kleine Runde durch Spitzkoppe. Richtig, richtig schön. Die Nacht war zwar ja, zum Glück nicht kalt, aber dafür leider ein bisschen windig und dadurch etwas laut. Aber was macht das schon, wenn man in solch einer Natur aufwacht? Wir
Wir nutzen den Tag, um ein wenig durch die Berglandschaft von Spitzkoppe zu fahren und wir entdecken dabei sogar ein paar erste Tiere. Ja, wir versuchen hier gerade ein bisschen rumzuklettern, aber irgendwie ist das alles ein bisschen gefährlich. Die Beine zu kurz, die Spalten werden immer breiter. Ich glaube, wir geben es auf und genießen einfach den Ausblick von da, wo man es gut erreichen kann. Ja, eine andere coole Sache hier am Park ist, dass man zwei Optionen hat. Man kann sich eine geführte Tour nehmen, um verschiedene Steinmalereien zu beobachten. Aber man kann halt auch richtig viele Ecken einfach auf eigene Faust erkunden, zu Fuß sich hier einfach so ein bisschen durchwurschteln, auf ein paar Felsen klettern für schöne Aussicht und auch einmal drumherum fahren und da dann verschiedene Stops machen. Und ja, wir haben es heute gemacht. Wir haben niemanden getroffen. Also es ist wirklich, als hätte man all das hier für sich. Sehr magisch. Abends können wir ein weiteres Mal den atemberaubenden Sonnenuntergang genießen. So, morning. Good morning. Heute sehr morning. Genau, weil wir haben was vor. Ja, nach zwei Spitzkoppe liegt hinter uns. Mats packt gerade schon die Sachen zusammen. Diesmal sind wir ein bisschen früher unterwegs, weil es weitergeht gleich. Die Nacht war heute auf jeden Fall sehr viel besser. Jetzt gerade ist es wieder sehr windig, aber im Zelt war es heute Nacht auf jeden Fall nicht so windig. Und ja, wir sind immer noch geflasht von dieser hammermäßigen Aussicht. Ja, direkt bei den Campsites gibt es leider keine Duschen. Dafür ist es natürlich super naturbelassen. Aber jetzt haben wir auf dem Rausfahrweg noch mal einen kleinen Zwischenstopp in der Nähe der Rezeption gemacht. Da sind die Duschen und auch ein Restaurant. Ich zeige euch das einmal kurz. Schau dir im nächsten Video an, wie unser Namibia Roadtrip weitergeht.